Wenn ich irgendwelche Löcher reinhaue, zum Beispiel wie hier, kann ich dann schon mal auf jeden Fall wieder einiges gut machen. Ich mache mal eine Schleife und dann gehe ich einmal mal eine Schleife der Vernichtung quasi machen. Ich muss einmal nur die Maustaste gedrückt halten, das ist ja ganz praktisch hier. Dann lasse ich einmal mal die Schwerkraft so ein bisschen fallen und meine Finger drauflegen und mal gucken, egal wie schwer mein Finger ist, er drückt die Taste nach unten. So fallen mir auch nicht die Finger ab. Ja, ich bin sowas von ein Greenpeace-Vernichter hier. Ich mache echt alles kaputt. Bei mir würden die Kids auf der Straße sitzen und mich nicht mehr durchlassen. Ups, welche Straße? Okay. Bei mir würden die Kids auf den Bäumen hängen und nicht, um nicht gefällt zu werden. Aber haben sie Pech gehabt. Wenn sie oben sitzen, fliegen sie tiefer. Was soll's? Schön für ihr Engagement, aber sie greifen die Falschen an, die Kinder, die auf der Straße sitzen und für die Umwelt protestieren. Weil sie protestieren eigentlich, der Sinn und Zweck ist ganz gut. Aber wen greifen sie an mit der Sache? Diejenigen, die ihr Pausenbrot verdienen, diejenigen, die quasi ihr Kindergeld verdienen mit den Steuern, die sie quasi monatlich ja, bekommen, die Personen greifen sie an. Aber das begreifen sie nicht, weil ihnen das niemand erklärt, weil die Schule des Lebens, ich sag mal so, die sagt ihnen das nicht. Die sagt nur, Autofahren ist böse. Manche Menschen brauchen das aber wirklich für die Arbeit und sind sie arbeitslos. Ja, die haben selber noch nicht gearbeitet und wissen es noch nicht. Also man kann es noch gar nicht übel nehmen. Ihnen wird einfach das nicht besser erklärt. Und das ist eigentlich traurig. Dass den Kindern nicht beigebracht wird, wer eigentlich die Personen sind, die davon eigentlich, ja, das ist eigentlich in Ordnung hier. Die Länge ist erstmal in Ordnung. Dass den Kindern einmal nicht beigebracht wird, wer sind eigentlich diejenigen, die man da in der Sache boykottieren muss. Ich habe nichts dagegen, wenn sie sich vor dem Bundeskanzler deren Auto setzen und da in den nicht durchsetzen, weil der ist ja derjenige, der das mit entscheidet. Aber nicht die normalen Arbeitnehmer, sorry, die ihre Familie ernähren müssen und solche Sachen. Das verstehe ich absolut nicht. Und dann wundern sie sich, warum die Leute aggressiv werden. Weil die haben durch Corona schon so viele Existenzen verloren und dann kommen noch diese unerfahrenen Kinder, die von der, ja, gesteuert werden teilweise. Und denen das Leben noch schwer machen. Ich verstehe das manchmal nicht, dass die Verantwortlichen den Kindern nicht erzählen, wie es eigentlich wirklich ist und wie die Menschen eigentlich, wie schwer die Menschen teilweise arbeiten müssen, um überhaupt etwas zu kaufen. Wir sind ja nicht mal in den 90er Jahren, wo man für 50 Euro einen vollen Einkaufswagen hatte. Für 50 Euro, dann kriegt man eine volle Einkaufstütchen. Ich betone Tütchen, nicht mal eine Tüte. Also davon soll man natürlich dann nehmen. Ich frage mich mal, weil ich frage mich ehrlich gesagt, warum manche Menschen noch so dick sind. Wie können sich das leisten, das Essen, um so dick zu werden? Gut, manche haben eine Veranlagung, aber man ist doch eigentlich nur noch am Verhungern, wenn man nach den Preisen ausgeht. Naja. Muss man manchmal teilweise nicht verstehen, oder? Ich mache ein, zwei Schneisen noch rein und dann mal Schneisen noch rein und dann ist auch, habe ich für heute echt einiges geschafft. Ich hatte die Vorbereitung jetzt mal der Horror.
Weil ich möchte ja wahrscheinlich um ein paar Felder machen und so weiter. Wir haben ja auch Pferde. Das ist zum Beispiel, könnte ich zum Beispiel ein bisschen Skyrim nachbauen. Obwohl ich weiß ja nicht mehr, wie die Häuser aussehen. Ich habe schon lange kein Skyrim mehr gespielt. Gut. Noch eine Schneise und dann ist Feierabend. Ja, noch eine. Ich bin der Meinung, dass unsere Kids besser aufgeklärt werden müssen, wer eigentlich die wahren Verursacher sind, dass das nicht die arbeitende Bevölkerung ist, sondern einfach diejenigen, die entscheiden. In dem Falle, die ganz oben sitzen, die davon nicht betroffen sind, dass man die quasi boykottieren muss. Das sagt den Kindern aber keiner. Warum? Wegen der Obrigkeitsgläubigkeit. Das ist doch ehrlich. Man hat keinen eigenen Gedanken mehr. Man muss auch nur noch das glauben, was einem gesagt wird. Und das finde ich echt anstrengend. Ich bin so aufgewachsen, dass ich das glaube, was ich selber glaube und nicht das glaube, was mir andere sagen. Und dass, wenn ich ein Problem habe, mir selbstständig Lösungen finde, beziehungsweise Lösungen von anderen adaptiere ist zum Beispiel Anpassung, gehört zur Anpassung, falls man das Wort nicht kennt. Der das schon mal selbst durchlebt hat und damit auch echt gut klarkam. Dann schaue ich, passt das zu meinem Problem, was ich habe? Kann ich das mit der gleichen Methode lösen und so weiter? Wenn nicht, verwerfe ich es, packe es in die Ablage P und dann suche ich mir einen neuen Lösungsweg. Wenn ja, probiere ich es einfach mal. Denn man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Man muss nicht ständig neu anfangen. Wenn schon andere es vorher probiert haben und damit Erfolg gehabt haben. Es ist Schwachsinn, ständig immer alles neu zu machen, wenn vorhergehende Situationen schon Erfolg gebracht haben. Von daher ist das alles ein bisschen, frage ich mich, warum manche ständig alles neu machen müssen und sich das Leben teilweise schwer machen und damit ihre Lebenszeit teilweise verplempern. Wenn sie einfach mal Sachen selbst auch teilweise erfinden, aber auch selbst für sich kopieren, und auf sich anpassen. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen, wenn man Hilfe braucht in dem Falle. Ist das wirklich? Ey, hier drinnen wird es dunkel, bei mir wird es dunkel. Seht ihr mich überhaupt noch? Hallo. Das finde ich dann wirklich manchmal etwas anstrengend. Das ganze Ding, das muss alles ab hier. Das muss alles begradigt werden, damit ich meine Mission einer Siedlung beginnen kann. Aber jetzt schlafe ich erstmal, speichere ich erstmal. Wir sehen uns ja dann, obwohl, kann ich noch was? Ich mache mal noch ein bisschen mehr. Ich habe ja noch 2 Minuten hier. Noch kleine 2 Minuten. Da kann ich noch mal ein paar Blumen pflücken und so weiter. Ach, habe ich schon eingesammelt. Gut. Nein, wie gesagt, das muss man teilweise gar nicht mehr verstehen, was in den Köpfen so mancher Menschen abgeht, die wirklich nur den Meter vor sich denken können, aber nicht mal irgendwie in die Zukunft mal ein bisschen planen können. Klar, Zukunft ist Zukunft, die ist so ungeschrieben, aber man kann sich doch wenigstens Ziele setzen und danach arbeiten. Wichtig ist ja an Zielen, dass man zielorientiert denkt und sich dem Ziel anpasst und nicht und daraus eine Lösung entwickelt. Man arbeitet quasi für die Zukunft in der Gegenwart, um aus der Vergangenheit dann quasi zu lernen. Das ist eine ganz einfache Lebensformel, die eigentlich jeder selbstständig innerhalb von ganz kurzer Zeit lernt. Dazu muss man kein Einstein sein. Da braucht man nicht mal, da reicht sogar ein IQ von 50. Sorry, aber das kann jeder Volldepp. Da frage ich mich, warum das manche ehrlich gesagt nicht hinbekommen. Diese ganz einfachen Sachen in dem Falle. Ich habe zum Beispiel hier auf dem Land versuche ich viel, ja, auf mehreren Bahnen aufzusteigen,
um auf einer Bahn dann quasi festzuhängen, wie so ein Sekundenkleber. Und lass mich einmal mal überraschen, was die Zukunft bringt. Meine Eisen habe ich im Feuer, jetzt warte ich, dass die Aufträge kommen. Allerdings hängt es mit den Aufträgen durch Corona, weil alle Angst haben, ja, dass Mr. Klabauterbach mal wieder sagt, gut, wir schließen jetzt alles, Aufträge, die ihr habt, könnt ihr in den Müll werfen. Und deswegen trauen sich viele Firmen gar nicht mehr einzustellen. Innerhalb der Betreuung und Beratung und Coaching und Mentoring und so weiter. Also meine Arbeitsbereiche. Und deswegen muss ich erstmal abwarten, was mich selber so erwartet. In dem Falle. Aber ich habe ein Ziel vor Augen und dementsprechend handle ich auch. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ein Eis im Feuer und muss das abwarten und werde erstmal nachfragen. Und dem Ziel werde ich auch nicht aus dem Weg gehen. Ich werde mein Ziel weiter verfolgen. Ja. Schau mal, die Fackelmänner. Na, wie ist es so schön? Findet ihr mich sowas von heiß? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Selbst ein Bogen brennt. Pfui, pfui, pfui. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.